Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich heiße Maria, ich bin Deutschlehrerin und dein Sprachcoach. Wie kann man einen Termin auf Deutsch vereinbaren? Wie kann man einen Termin verschieben oder eventuell komplett absagen? In diesem Video bekommst du ganz viele Redemittel zu diesem Thema und kannst ohne Probleme deine Termine verwalten. Alles auf Deutsch. Und das Beste ist, meine Vorschläge kannst du sowohl beim Sprechen als auch beim Schreiben benutzen. Wenn du auch richtig viel Neues lernen möchtest, dann schaue weiter. Los geht's! Dann fangen wir mal an. Ich werde dir mehrere Vorschläge machen, sowohl formelle als auch informelle. Wenn du möchtest, kannst du gerne Notizen machen oder du kannst direkt mein kostenloses PDF zu diesem Video herunterladen. Alle Redemittel aus dem heutigen Video habe ich in einem PDF zusammengefasst. Du kannst es kostenlos herunterladen, wenn du auf den Link unter dem Video klickst. Trage deinen Namen und deine E-Mail-Adresse ein und es wird sofort an dich rausgeschickt. So hast du die wichtigsten Redemittel an einem Ort. Ganz wichtig: Einen Termin kann man vereinbaren oder ausmachen. Merk dir bitte diese zwei Verben. Am besten nehmen wir ein konkretes Thema, damit sich alle Beispiele auf eine Situation beziehen. Stell dir bitte vor, dass du in einer deutschen Firma arbeitest. Du beschäftigst dich gerade mit einem wichtigen Projekt und musst viele Fragen mit Experten und Vorgesetzten klären. Der Vorgesetzte bedeutet der Chef. Und so kannst du einen Termin vereinbaren. Hätten Sie eventuell oder vielleicht am Dienstag, dem 9. November um 9 Uhr Zeit, um über das Projekt zu sprechen? Bei Datumsangaben mit am kann der Kalendertag laut Duden im Dativ oder im Akkusativ stehen. Im Prinzip kann man beides benutzen. In meinem Beispiel habe ich den Dativ verwendet. Am Dienstag, dem 9. November. Aber du kannst folgende Regel als Orientierung nutzen. Wenn der Wochentag im Dativ steht, und das ist immer der Dativ, wenn am davor steht, dann setze auch die Monatsangabe in den Dativ. Also dem. Wir treffen uns am Dienstag, dem 9. November. Am Dienstag, dem 9. Steht der Wochentag im Akkusativ oder Nominativ, setzt man auch die Datumsangabe in den Akkusativ, den, oder Nominativ, der. Zum Beispiel, ich warte noch bis Dienstag, den 9. November. Das ist der Akkusativ. Ich warte bis Dienstag, den 9. November. Oder ein weiteres Beispiel. Es ist Dienstag, der 9. November. Das ist der Nominativ. Ein bisschen Grammatik zwischendurch, das ist immer gut. Übrigens, achte bitte darauf, dass du im Wort Dienstag ein K am Ende aussprichst. Dienstag. Dienstag. Sowas üben wir zum Beispiel auch in meinem Aussprachekurs. Ich freue mich sehr, wenn du auch mein Schüler wirst. Wenn du dir gerade dieses Video anschaust, dann schreib bitte in die Kommentare, welcher Tag heute ist. Wir machen weiter. So kannst du auch einen Termin vereinbaren. Könnten wir uns vielleicht oder eventuell nächste Woche Donnerstag um 11 Uhr treffen, um die Einzelheiten zu besprechen? Ginge es bei Ihnen am Mittwoch, dem 10. November? Wie wäre es mit 9 Uhr? Wäre es Ihnen möglich, am Freitag in mein Büro zu kommen, um die restlichen Fragen zu klären? Passt es Ihnen von 14 bis 15 Uhr? Dann hätten wir eine Stunde Zeit, um über die wichtigsten Punkte zu gehen. Wenn du einen Termin mit deinem Kollegen vereinbarst oder wenn du die Person schon mehr oder weniger gut kennst, dann kannst du etwas informeller sprechen. Wie wäre es mit Montag, 16 Uhr? Wollen wir uns am 9. November kurz treffen? Zeitlich bin ich flexibel. Such dir etwas aus. Wie sieht's bei dir am Donnerstag aus? Vielleicht nachmittags, so gegen 15 Uhr? Es wäre super, wenn wir darüber persönlich sprechen könnten.
Wie wäre der 10.11.? Und wie würdest du eigentlich einen Termin vereinbaren? Gibt es einen Satz, den du immer benutzt? Schreib deinen Vorschlag gerne in die Kommentare. Wenn du selbst einen Terminvorschlag von jemandem bekommst, dann musst du darauf reagieren. Da muss ich erstmal in meinem Terminkalender nachsehen. Einen Augenblick bitte. Oder einen Moment bitte. Wenn dir der Termin passt, dann kannst du Folgendes antworten. Gut, dann notiere ich jetzt den 9.11. um 10 Uhr. Perfekt. Dann bleibt es beim 9.11. um 10 Uhr. Dann halten wir jetzt den 9.11. um 10 Uhr fest. Bei mir passt der 9. November gut. Der Termin am 9. November geht in Ordnung. Ja, das lässt sich einrichten. Bei bekannten Personen antwortet man in der Regel kürzer. Ja, das passt mir. Ja, das würde passen. Ja, das würde funktionieren. Ja, das passt perfekt. Oder prima. Oder wunderbar. Ja, da hätte ich Zeit. Und was würdest du antworten? Wenn dir der Termin nicht passt, dann kannst du ihn so auf einen anderen Tag legen. Tut mir leid, am 9. November habe ich bereits einen Termin. Könnten wir den Termin auf einen anderen Zeitpunkt legen? Dienstag geht bei mir leider nicht. Aber ich könnte am Mittwoch. Ginge es bei Ihnen? Dienstag ist bei mir eher schlecht. Könnten Sie auch am Donnerstag? Da bin ich zeitlich flexibel. Am 9.11. habe ich bereits sehr viele Termine. Der 10.11. wäre mir lieber. Um 9 Uhr habe ich bereits eine Konferenz. Ginge es vielleicht etwas früher oder später? Du kannst deinen Vorschlag auch etwas informeller formulieren. Der Dienstag ist schon voll. Kannst du auch am Mittwoch? Am Dienstag habe ich leider keine Zeit. Geht es bei dir auch am Donnerstag? Am Dienstag bin ich schon ausgebucht. Können wir uns auch am Freitag treffen? Ab und zu kommt es vor, dass man doch nicht kann. Dann sollte man sich rechtzeitig darum kümmern, dass man den Termin verschiebt. Also auf einen anderen Zeitpunkt legt. Niemand nimmt es dir übel, wenn du einen Termin verschiebst. Es wäre viel schlimmer, wenn du gar nicht zum Termin erscheinst und nicht Bescheid sagst. Man sollte ja andere immer mit Respekt behandeln. So kannst du deinen Termin zum Beispiel telefonisch oder per E-Mail verschieben. Mir ist leider etwas dazwischen gekommen. Könnten Sie vielleicht auch nächste Woche? Wir hatten einen Termin am 9.11. um 10 Uhr. Leider ist dieser Zeitpunkt sehr ungünstig. Wäre es möglich, einen anderen Termin zu vereinbaren? Würde es Ihnen etwas ausmachen, wenn wir uns doch erst am 10.11. treffen? Welche Uhrzeit würde Ihnen am besten passen? Folgende Vorschläge klingen informeller. Du kannst sie gerne für die Kommunikation mit deinen Kollegen und Bekannten verwenden. Können wir unser Meeting vielleicht auf den Donnerstag verlegen? Wäre es möglich, unser Treffen auf den Freitag zu verschieben? Geht es bei dir eventuell auch nächste Woche? Hättest du vielleicht auch am 10.11. Zeit für unser Meeting? Fertig. Und der Termin ist verschoben. Manchmal müssen wir Termine komplett absagen. Das kann auch passieren. Wir sagen Termine ab, wenn wir uns keine Folgetermine wünschen oder wenn wir noch nicht wissen, wann wir wieder Zeit haben. Hier sind ein paar Redemittel für dich. Wir hatten für den 9. November einen Termin vereinbart. Leider kann ich diesen nicht einhalten. Für nächste Woche muss ich leider absagen, weil ich noch mehr Zeit für die Vorbereitung brauche. Leider kann ich den Termin am Dienstag nicht einhalten. Ich bitte um Verzeihung. Den für den 9. November vereinbarten Termin kann ich leider nicht wahrnehmen. Hier sind noch ein paar Vorschläge, die etwas informeller klingen. Ich habe gerade gesehen, dass ich am Dienstag doch nicht kann. Es tut mir leid, aber ich muss unser Treffen absagen. Leider muss ich dir für Mittwoch absagen. Mir ist etwas Wichtiges dazwischen gekommen. Leider müssen wir unseren Termin streichen. Ich kann doch nicht an dem Tag. Und wie würdest du eigentlich einen Termin absagen? Schreib es doch gerne unten in die Kommentare. Und
Und jetzt lass uns ein bisschen üben. Ich mache dir einen Terminvorschlag und du kannst in den Kommentaren darauf reagieren. Also, pass auf, hier kommt mein Terminvorschlag für dich. Hättest du vielleicht am Sonntag, dem 21. November um 11 Uhr Zeit, um etwas Deutsch zu lernen? Du kannst gerne meinen Terminvorschlag annehmen und bestätigen. Du kannst ihn auch gerne verschieben oder komplett absagen. Du hast die Wahl. Dann war's das für heute. Ich hoffe, dass du viele Redemittel gelernt hast und ab jetzt noch besser deine Termine verwalten kannst. Wenn du alle Redemittel aus dem Video nochmal schriftlich haben möchtest, dann lade dir das kostenlose PDF herunter. Den Link findest du unter diesem Video. Hast du vielleicht Vorschläge für meine weiteren Videos? Dann schreib mir doch einen Kommentar und ich versuche dir zu helfen. Na dann, viel Erfolg bei deinen Terminen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oh nein, da kann ich nicht. Den Termin muss ich leider verschieben. Hättest du vielleicht auch am Mittwoch Zeit?